Ja, was ist denn da los, sagt der DJ Nick. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Transportfieber 2 in Großbritannien und in Irland. Ja, ich bin an dieser Stelle und ich weiß genau noch, warum ich an dieser Stelle bin. Wir bauen die Peripherie für unseren neuen Megabahnhof, der hier entstanden ist. Und müssen hier bauen hier. Ah, die Straße nutzen mittlerweile auch schon viel. Dann hat sie das oben ein bisschen entzerrt, oder? Ja, hätte man wahrscheinlich doch eine Dreispurig gebraucht. Macht nichts. Wir bauen die Bushaltestellen und vor allen Dingen die Buslinie für Manchester. Und ich habe auch versprochen, habe es nicht vergessen. Ich leg gleich los. Ich quatsche nicht so viel am Anfang, sondern ich leg gleich los ins Moment. Also komm, Bushaltestelle. Hier eine mega coole Bushaltestelle. Kommt hierher. Können wir denn die hinstellen? Dahin, dahin. Ein Bus kommt von oben. Nee, der kommt wahrscheinlich. Kommt der von da? Das müssen wir einfach schauen. Der kommt von da. Dann machen wir die Bushaltestelle daher. Jo. Da können dann beide Busse stehen bleiben. So, dann ändern wir zuerst. Ändern wir zuerst die Buslinie in Liverpool. Ich schaue jetzt gerade mal schnell, nochmal wegen der Straßenaufwertung. Ja, das kostet mir aber jetzt wieder zu viel Geld. Drei Millionen. Wahnsinn. Nee, das machen wir noch nicht. Aber wir könnten hier diese einfachen Straßen mal her. Das kostet halt 3,6 Millionen. Das ist ja Wahnsinn. 6 Millionen, 7 Millionen. Das ist ja ein Wahnsinn. Nö, dann machen wir das anders. Die Bushaltestelle ist sowieso völlig deplatziert. Die ist okay. Viel Verkehr hier in Liverpool schon. Ist. Ja, das nützt ja nichts, wenn unsere Busse nicht fahren können, weil wir so einen großen Verkehr haben. Komma 9 Millionen, 2,2 Millionen. Der DJ Nick haut's raus. Ja, Entschuldigung, da bin ich dann doch rigoros, weil es halt einfach wichtig ist. 38 Millionen, ja, das haben wir jetzt gleich wieder reingespielt. Da habe ich jetzt nicht zur Sorge. So, da fahren noch viele Autos und dann schaut doch das alles schon wesentlich besser aus. Oh, meine Lieben, jetzt habt ihr alle mal viel mehr Platz. Zweispurig hier alles. Wunderbar. Auch Liverpool entwickelt sich. So, jetzt gehen wir das mit der Bushaltestelle an. Da haben wir eine, da haben wir eine. Das werden wir jetzt ein bisschen ausbauen. Schauen wir ganz kurz. Ja, wir werden vielleicht da hinten noch eine Bushaltestelle hinbauen. Und was haben wir denn da? Im Industriegebiet. Ja, obwohl, die ist gar nicht so blöd, die Bushaltestelle. Und da, nach da, dann von mir aus gehen weiter zum Bahnhof. Und dann hier runter. Ja, man kann es eigentlich so lassen. Ich bin da jetzt eigentlich, bin jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Gib mir doch mal bitte die Linie in Liverpool. Haben wir hier Linie verwalten? Das ist hier die St. George Road, genau. Und danach geht es noch hier ein brutal weiter Weg, aber mei. Man könnte natürlich schon noch.
Nein. Machen wir nicht. Was wir aber machen, weil ich fand ich ziemlich cool. Wir richten hier auf alle Fälle, das kostet nämlich eigentlich nichts, wie ihr seht. Wir richten hier auf alle Fälle eine Busspur ein, da wo unser Bus fährt. Dreieinhalb Millionen. Nö, da gibt es keine Busspur. Das ist okay. Der hat dann. Ja, gut, okay. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche da keine. Ja, lass mal einfach so. Und wenn wir gerade gut drauf sind, werden wir die ersetzen gleich. Oh, da haben wir jetzt schon wieder einen neuen Bus. Der kann mehr Leute fahren. Ja, nehmen wir den. Nehmen wir den. Ich wollte eigentlich mehr kaufen, aber dann. Nein, das machen wir anders. Wir nehmen den und werden noch einen dazu klonen. Oh. Kein Depot gefunden. Ja, weil ich es abgerissen habe vorher, gell? Richtig. Gut. Moment, kriegst du gleich wieder eins. Nein, das ist sogar Gebäude entfernen. Wo ist denn eigentlich unser Industriegebiet? Ja. Jetzt nicht sein. Da passt doch super her. Da. Genau, lass mal gleich mal fahren, losfahren. Und dann richten wir in Manchester natürlich auch eine Buslinie ein. Und was natürlich als alles erstes gleich auffällt, hier so eine Geschichten, machen wir natürlich jetzt erst einmal genau so. Auf der Rückseite können wir keine Busstation einrichten, weil die tatsächlich nur vorne rumgehen. Das nützt nichts. Könnten es also hier rum machen. Genau. Oh, 70.000. Wow. Okay. Ich muss leider weiterlaufen, weil wir wollen ja. Ach, jetzt hat er da Busspur hier gemacht. Naja, ist nicht so schlimm. Wir wollen ja natürlich schon, dass weiter Geld in die Kasse kommt. So, dann schauen wir uns das einmal in Manchester an. Ja. Ja. Hier oben Wohngebiet auf alle Fälle brauchen wir Haltestation. Hier natürlich zentral im Einkaufsgebiet. Hier, wo die drei Spuren sind. Industriegebiet, Bahnhof. War da doch so rum. Macht doch eigentlich am meisten Sinn, oder? Dann darum, hier rum, Li rum, La rum, Löffelstiel. Also hier. Dann geht es weiter von hier zum Bahnhof. Da nehmen wir dann diese Bushaltestelle. Da bauen wir extra eine. Hier rum. Dann möchte ich auf alle Fälle hier ins Industriegebiet. Ne, halt, wir müssen ja hier, haben wir gesagt, zentral. Genau. Hier dann. Hier eine, die sind relativ nah beieinander. Das macht aber nichts. Stellen wir es hier hin. Hier hin.
Hier so rum, dann darum und dann hier noch eine her fürs Industriegebiet, wo die Leute arbeiten. Doch hierher. Nee, eigentlich hierher, aber da ist kein. Oh Mann, warte mal. Das habe ich mir gedacht. Wahnsinn. Nee, das mache ich jetzt nicht. Bin jetzt geizig, warum auch immer. Dann stellst du es da hin. Boah, probieren wir jetzt einfach. Und hier bauen wir tatsächlich Dreier Busspur. Dann baut er nämlich für ganz wenig Geld hier automatisch noch die Busspur hin. Ja, das ist der Bayer. Das ist der eine. Ja, das darfst du jetzt bauen. Ach nö. Ah, da machen wir jetzt erste Linie, dann schauen wir, wie der fährt, welche Strecke der fährt und da bauen wir dann ein bisschen aus. Genau, so schaut es aus. Also haben wir eine neue Linie tatsächlich. Und zwar ist es dann die Linie Busnummer 01 in. Nein, Liverpool sind wir nicht, den haben wir schon. Manchester. Mit E, glaube ich, gell? Manchester. Genau, wo steht es ja? Okay. Okay, fangen wir mit dem Bahnhof an. Vom Bahnhof. Hierher. Hierher. Aha, so fährt er. Dahin. Und wieder zurück zum Bahnhof. Genauso soll es sein. Gut. Passt. Ah, jetzt habe ich es nicht gesehen. Ah, ich tipp. Manchester. Da fährt er also lang. Okay. Na, das kann man sich leisten. Das auch noch. Ja, das passt schon. Waren denn die Autos dann überhaupt gar nicht über die Busspur? Wie ist denn das? Ich dachte eigentlich schon, dass die das mitnutzen. Muss man dann ein bisschen vorsichtig sein mit dem Tool. Dann können wir ja doch überhaupt gar keine Autos fahren. Machen wir dann nicht. Ja, tatsächlich, das ist natürlich ein Schmarrn. Weißt du, die Busspur wird dann reserviert. Das war jetzt nicht so eine kluge Entscheidung. Dann machen wir hier Busspur einfach wieder weg. Das hat jetzt anscheinend nichts gekostet. Okay. Sehr schön. Und dann kaufen wir drei neue Busse und die fahren auf die Manchester-Linie. Wunderbar. Rauschen es auch schon raus, kann es auch schon losgehen. Wunderbar. Peripherie fertig, Leute kommen, Leute wollen hin. Sehr gut. Habe ich das gedreht? Ah ja, die Karte. Gut. Das war mal das. Ja, und jetzt könnte man anfangen, den Zug tatsächlich schon durchfahren zu lassen. Und das wiederum bedeutet, wir brauchen mindestens einen zweiten Zug dann. Überlege ich gerade, wie man das am besten macht. Also hier würde ich tatsächlich eine Ausweichstrecke herbauen. Würde es gar nicht zweispurig machen.
Ja, wobei, die kommen ja eigentlich, ja, man muss immer vorsichtig sein, es kostet alles Geld, gell? Ist ja immer. So, und dann führen wir die hier ran. So, und dann setzen wir hier zwei Signale. Genau. Was ist das? Was ist denn das? Wie schaut denn das aus? Deswegen ist der so langsam. Geht natürlich nicht. Komm, fahr mal weg da. Wird denn da gebaut jetzt? Und bis zur Brücke. Vor der Brücke gehen wir dann rein. Ja, das ist okay. Das wäre der Abschnitt. Und der Abschnitt. Da machen wir es dann eigentlich genauso. Wenn wir schauen, ungefähr die Mitte, dann machen wir einen relativ langes Ausweichgleis, fangen wir hier an. Gut. Und jetzt könnten wir eigentlich auf diese Strecke, Wahnsinn, einen zweiten Zug schicken. Auf den London Birmingham. Oh, Norwich. Ja, der geht nur auf den großen Flughafen. Auch da, Wahnsinn, warten mittlerweile wahnsinnig viele Leute. Das ist ja eigentlich schon der S-Bahn, oder? Ja. Naja, aber Richtung Ipswich will keiner fahren. Es ist immer das gleiche Problem. Dann lohnt sich das nicht. Nein, machen wir noch nicht. Passt schon. Aber das wäre natürlich jetzt schon interessant, hier eben den zweiten Zug aufzusetzen. Jetzt ist halt die Frage, ob wir da jetzt nicht auch mit der S-Bahn arbeiten. So, jetzt schauen wir mal schnell wegen den Geschwindigkeiten. Also, das wäre ja unsere S-Bahn 125. Was fährt jetzt der? Genau das gleiche. Ja, der fährt sogar schneller. Okay. 140. Ah, okay. Interessant. Der fährt eben, die Deutsche Bahn fährt 200, unsere BR100. Hätte ich auch interessant. Aber das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. Weil es natürlich schon cool wäre, das mit diesen, ja, die fahren auch 200.
Wird wirklich noch mehr. Wäre natürlich jetzt ein finanzieller Kraftaufwand. Schauen wir mal, wie viel können da fahren? 84. Wollen wir da jetzt alles in die Waagschale werfen? Jetzt probiere es jetzt mal aus, nur ein kurzer Test. Also. Ersetze durch den hier. $32 Millionen. Wahnsinn. Aber die Farbe gefällt mir nicht. Haben wir den, gibt es denn nicht diese klassischen? Das wäre die eine Möglichkeit, 32 Millionen oder er fährt dann nur 200 oder der kostet 58 Millionen, den können wir uns eh nicht leisten. Der fährt 300, die können wir nicht fahren, kaum. Und der ist auch zu lang für unsere Bahnsteige. Machen wir anders. Dann machen wir das wirklich, dann bleiben wir bei dem. Man muss nicht immer das Größte, Beste, Teuerste haben. Es soll funktionieren. $110 Passagiere. $32 Millionen. Damit ersetzen wir jetzt nur den, ne? Wohlgemerkt. Wenn wir ihn neu kaufen, würde er 44 Millionen kosten, aber dann hätten wir zwei Züge. Das würde eigentlich im Moment mehr Sinn machen. Schau jetzt gerade die Verdienste mal an, das schaut ganz gut aus. Also, unsere klassische. Nein, wollten es doch in Rot haben. Ja, dann schon. 44,3 Millionen hätten wir beinahe. Dann wäre alles weg. Jetzt hätten wir es. Und dann ist es gekauft. Und er hat sein ganzes... Oh ja, obwohl, das geht ja ziemlich schnell. So, und dann setzen wir den jetzt... Nein, Moment. Anders, wir sind noch nicht fertig. Nein, nicht Fahrzeug verwalten. Wir brauchen die Linie. Linie verwalten. So, und jetzt geht es von London nach Birmingham und dann geht es weiter. Daher. Und dann geht es wieder zurück nach Birmingham. Ach so, jetzt habe ich den wieder. Ah. Gut, fangen wir nochmal an. London. Birmingham, Manchester, Birmingham, zurück nach London. So soll es sein. Na, jetzt bin ich ja gespannt.
Cooles Ding. Wow. Jetzt nebenbei noch was anderes, bis die mal in Fahrt kommen. Moment mal, jetzt kommt man gerade. Echt, diese Scheißbrücke, die diese Dinger so langsam macht, das ist eigentlich totaler Scheiß. Wieso habe ich denn da eigentlich eine Brücke gebaut? Ist das nicht anders gegangen? Ich wollte noch ganz kurz mal schnell, also das ist. Das ist Hauptbahnhof Manchester Liverpool. Nimmt ihr den Querstrich? Ja. Und die Linie ist dann. Oh. Das war die S2, gell? S2 London, Birmingham, Manchester. Machen wir es mal so. Eigentlich völlig wurscht, wie die Dinger heißen, habt ihr mal ganz merken. Sind alle ausgestiegen. Es steigt aber niemand ein, weil noch niemand nach Manchester fahren will. Hoffentlich ändert sich jetzt bald. War ein ganz schönes Wagnis jetzt. Da sitzt auch noch keiner drin. Na, immerhin 7 Leute hocken da schon drin. Muss ich tief durchatmen. Das war jetzt echt ein Wagnis. 35 Millionen hat man ja mal nicht mal so schnell auf den Kopf. Musste der jetzt hoffentlich keiner stehen bleiben, oder? Ja. Lädt weiter ein, weil die selbst die Leute aus Liverpool, Manchester alle nach London wollen. Ja, wo ist der Zug? Ja, immerhin hat er schon 18 Leute dabei. Okay. Jetzt kann der natürlich wesentlich schneller fahren wie der. Ah, ja, 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 tricky. Ah, der kommt schon. So. Ja, das ist Originalgeschwindigkeit. Nein, das läuft nicht schneller. das ist aber auch ganz schöne komische Stelle da. Rechts unten sehen wir die Geschwindigkeit.
cool schaut das aus. Also da muss ich einer schon Lob machen. Das schaut echt cool aus. Er kann nicht einmal die 200 ausfahren. Also macht es auch gar keinen Sinn, hier einen TGV einzusetzen. Der kann ja niemals die 300 ausfahren. Nein, das macht keinen Sinn. So, was bringt der jetzt Geld? 1,5 Millionen. Okay, jetzt weniger als ich gehofft habe. Und die Norwich-Strecke, die geht auch schon mittlerweile. Ja, das ist. Da will einer Richtung London fahren, Richtung Norwich fahren. Wie viel ist denn der? Der? Aber er ist fast voll. Ein weiterer Zug wird sich im Moment noch nicht lohnen. Na, das macht keinen Sinn. Okay, gut. Sehr schön. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob sich diese Investition wirklich gelohnt hat mit diesem Wahnsinnszug. Und währenddessen verdienen sich wahrscheinlich unsere Flugzeuge, ja, die machen natürlich nur Minus, verdienen sich goldene Nasen. Ja. Hatten immer mehr Leute, da muss man noch viel mehr Flugzeuge einsetzen. Wie alt sind denn die schon jetzt mittlerweile? Naja, die sind noch gut, haben aber schon 14 Jahre auf dem Buckel. Hatten denn in Glasgow? Auch so viele. Aber wir haben keine besseren Maschinen mehr, oder? Nee. Ich meine 1985. Ja, also Propellermaschinen ist jetzt nicht so schlimm, aber. Passagier, ja, aber wir können tatsächlich. Wir haben die British Aerospace, aber kann die auch nur an einem großen Flughafen, oder? Weiß ich jetzt nicht, das ist doch ein Kleinflieger. Mit diesen Super Constellations, also die werden jetzt gar nicht mehr hergestellt. Wir haben 1986. Jetzt probiere das einmal. Ja, alles klar. Es geht gar nicht. Oh, okay. Wir haben richtig moderne Busse jetzt wieder bekommen. Straßenbahn. Habt ihr den kleinen Flieger auch irgendwie gekriegt? Nein, leider. Na gut, wunderbar. Also, schon wieder 34 Minuten. Das ist ein Wahnsinn. Also, wir hoffen jetzt mal, drückt man mir die Daumen. Ich meine, mittlerweile haben wir schon wieder 10 Millionen. Also, normalerweise hat sich das immer ausgezahlt. Ja, es stimmt, es ist wirklich nicht so schwer, Geld zu verdienen bei Transportfieber, aber darum geht es ja gar nicht. Man sollte eher ein bisschen Freude dran haben an dem, was man tut. Der schaut nicht gut aus. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das würde jetzt gerne. Machen wir ganz kurz schnell noch ein bisschen schneller. Das gefällt mir noch nicht so recht. Ich meine, das wird sich hoffentlich schon noch erholen. Na gut, das müssen wir beobachten. Ich lasse jetzt mal wieder in normale Geschwindigkeit.
Das müssen wir noch beobachten, wie es weitergeht. Wahrscheinlich ist einfach wegen diesem Maßstab dieser Karte diese Regionalgeschichte eher besser, als so dicke, fette, große Brummer einzusetzen. Das gilt sowohl für die Flugzeuge als auch für die Eisenbahn. Es bleibt trotzdem ein spannendes Pflaster und natürlich machen wir noch weiter. Beim nächsten Mal mal ein paar Straßenstädte mit Straßen verbinden, damit die Städte alle noch ein bisschen wachsen, um dann die wiederum ans Eisenbahnnetz anzuschließen. Vielen Dank fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick hier bei Transport. Fieber 2 in England und vielen Dank für ein Like und ein Abo, freue mich immer wahnsinnig und es werden immer mehr Zuschauer, das freut mich natürlich auch. Vielen, vielen Dank, schaut beim nächsten Mal wieder rein, euer DJ Nick. Bleibt gesund, Servus, pfiat euch.